Servus, ihr Knüppler, hier ist wieder Knochen. Heute bin ich mit der Aurora unterwegs. Mit dem Aurora Kreuzer Rang 3 bei den Russen. Ist ein Premium Kreuzer, mein erstes Premium Schiff hier, habe ich gekauft. Kostet jetzt knapp über 10 Euro, 10,23 Euro, irgendwas in der Art. In Dienst gestellt 1903. Wir haben 14 1er Aurora A 152 mm mit 11,2 km Reichweite, also alles, was wir jetzt haben, aber das reicht ja auch. Ne? Und Maximalgeschwindigkeit 19 Knoten. Naja, gut, ich war schon auf 19,4, aber mehr ist auch wirklich nicht drin. Und ist echt ein cooles Teil eigentlich, nur halt tierisch langsam. Ja. Aber wie man sieht, wir können ungefähr 8 Geschütze gleichzeitig abfeuern. Ab. Habe ich mich da nicht verzählt? Ja, doch, 8 kommt hin. So, gucken wir mal, wo ich jetzt, gucken wir mal, wo wir jetzt hinfahren. Wir fahren ja alle zusammen hier, wir sind ja ein Team. Tsumiki Miniva. Tsumiki Miniva. Was ist der Name? Yamato Jack. Viele nennen sich Yamato, habe ich halt schon mehrmals gesehen. Eben gerade ein Gefecht gehabt, richtig zum Kotzen. Eigentlich war es ein gutes Match, nur irgendeine Pfeife, den ich auch anschreiben musste, wieder AFK. Warum geht ihr ins Match, wenn ihr sowieso AFK seid? Aber ich habe bestimmt schon 3-mal gehabt. Bei 10 Matches. Oder 11, machen wir 11 draus. 11 Matches, 3-mal irgendein Spaddel AFK. Dann geht nicht ins Match. Da ist man echt versucht, den wegzurauchen. Echt. Ich habe eben gerade, waren auch nur noch zwei Gegner übrig. Es war ein Schlachtschiff und Flugzeugträger. Ja, es laggt. Heute laggt übrigens, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall habe ich den Flugzeugträger dann mit seiner Last, mit seinen Bombern zu dem Herrn AFK geführt. Und er hat ihn dann noch versenkt. Dadurch hatten wir endlich verloren, weil es hätte noch 6 Minuten gedauert. Der Typ hat hier eh kein Millimeter bewegt, weil er kacken gegangen ist oder so. So. Oh, warte mal. Ja, es leckt ein bisschen. Ich hatte jetzt in dem ersten Match das Problem, dass das Spiel kurz einfror. Also man konnte schießen, aber irgendwann ging es dann plötzlich weiter und dann hat man gesehen, man hat gar nichts getroffen, weil das Schiff ganz woanders war. So. Keine Ahnung, woran das heute liegt. Ich dachte auch erst, ich wäre der Einzige, der das hat. Irgendwie, also das Schiff blieb dann einfach stehen und man konnte zwar schießen, aber die Geschosse haben irgendwo Schaden angerichtet, selbst wenn da noch ein Schiff war. Meistens war es dann eh schon weg. Und keine Ahnung, was da ist. Vielleicht liegt es an der Vorbereitung zum neuen Patch oder keine Ahnung. So, da haben wir schon einen Zerstörer. Man sieht ja auch, ich fahre mit voller Geschwindigkeit. Ja, 19,2. Gut, da war es nicht 19,4, sondern 19,2. Mehr ist einfach nicht drin. Aber mir gefällt das Schiff. Vor allem, wenn man schießt. Ich kann jetzt hier schlecht schießen, aber probier's mal eben. So, jetzt sind alle. Eine Salve. Zack. Also, es hat schon Wumms hinter. So ist das nicht. Müssen wir nur aufpassen. Auf jeden Fall zusehen, dass kein Schiff zu nah kommt. Ich mache gar keinen Zerstörer, weil dann ist man doch echt ein bisschen hinten dran, zumal man schlecht auch Torpedos ausweichen kann aufgrund der nicht vorhandenen Geschwindigkeit. Ja, und die Drehgeschwindigkeit der Türme ist natürlich auch eher mies, aber man muss sich halt ein bisschen einspielen, dann geht das, glaube ich. Okay, Lex hatte ich jetzt eben gerade nicht, aber wie gesagt, beim ersten Spiel, ich habe vorhin schon gespielt, dann mal eine Weile ausgemacht, weil ich unterwegs war. Und dann wieder angemacht und da hatte ich tierische Lags. Das war echt, das war richtig schräg. So, sollten wir vielleicht auch dahin gehen, wo Gegner sind. Das ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man jemanden verfolgen will. Man kann eigentlich niemanden verfolgen, weil niemand ist so langsam wie ich. Die sammeln sich alle da hinten. Wie sieht es denn auch teilungstechnisch aus? 3-2, nichts Großes mit bei, alles gut. So, wir haben schon einen verloren, schade. Eisenfresser.
Also ich habe ja eine Salve komplett abgefeuert, jetzt muss ich mal hintereinander. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Kann man nicht meckern. Ist vollkommen in Ordnung. Ups, da ist einer. Manfred Tenryu. Will sich verstecken oder was? Ich muss natürlich ein bisschen schneller fahren, was ich leider nicht kann. Nicht zu. Wir sehen. Das ist natürlich so schnell, dass ich wahrscheinlich. Oh, shit, was wurde. Wird's was? Eins, zwei, drei, hier noch. Schießt auf, alles klar. Uiuiuiui, wie süß. Okay, ich habe eigentlich auf einen Brand gewartet. Vielleicht kommt da jetzt noch ein Brand dazu. Ich hoffe, dass ich ihn ausräuchern kann hier. Der kommt so nah, ich weiß auch, was er versuchen will. Natürlich will er versuchen, noch Torpedos rauszuknallen hier. Und ich verursache hier nur Ausfälle. Hilft mir erstmal nicht viel jetzt. Nur Ausfälle, jetzt haben wir einen Brand. Scheiße. Ich muss drehen, sonst fahre ich hier gegen die Insel. Jetzt verrecke! Jupp. Gegnerischer Zerstörer versenkt. So, was sind denn noch andere Zerstörer unterwegs? Die müssen wir natürlich auch noch kriegen. Also gegen Zerstörer habe ich mich ganz gut geschlagen. Ich hatte in einem Match habe ich 3 Zerstörer. Also 3 Kills und das waren alles Zerstörer. Das war schon ziemlich gut eigentlich. Warspite Hero. Wird hier nichts, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich würde mich wohl eher auf den Kollegen Warspite hier konzentrieren. Das ist St. Louis. Solange er mich nicht entdeckt, ist alles gut. Ich mochte die St. Louis auch ziemlich. Will ich auch gerne fahren. Wahrscheinlich habe ich so ein Fable für diese alten Klapperkreuzer hier. Okay, ist relativ gut anvisiert. So ein paar kriegen noch rein hier. Ein bisschen weiter vorhalten. Okay, er hat mich entdeckt. Jetzt kriege ich auch mal erstmal einen Treffer wahrscheinlich gleich ab. Lad nach! Versuch's jetzt einfach mal mit AP. Wenn ich dabei rauskomme. Irgendeinen Sinn muss er diese AP-Munition haben. Okay, ich krieg ein paar Treffer ab. Alles noch im grünen Bereich. Aber ich empfache natürlich, wie man sieht, hier weniger Brände oder dergleichen. Viele Treffer, aber ich weiß nicht, was soll ich davon halten jetzt. Nee, ich wechsle mal wieder. Ich werde mal mitgehen hier. Ich muss doch mal endlich verrecken. Ich brauche mein Geschütz. Genau, mein Hauptgeschütz brauche ich wieder. Scheiße, kratz ab, Alter. Hält mehr aus, als ich dachte. Und jetzt ist das dieses typische eigentlich No-Skill, einfach rumballern wie blöde. Doch, wieder ein weg.
Okay, wir haben noch ungefähr, schätze ich mal, 60% Leben. Aber wie man sieht, oh, das wird ein scheiß Match. Das wird richtig scheiße hier. Das werden wir nicht gewinnen. Glaube ich jedenfalls. Wir sind nur noch zu dritt und die sind ja noch 7 Leute. Zu siebt, ey. Wenn man bedenkt, dass ich von den 11, die drin waren, die waren noch 7. 8 sind es ja noch, stimmt. Wir sind ja zu 12. Fängt ja jeder an hier. Ja, wir sind noch zu dritt, die noch zu 12. Wenn man bedenkt, dass ich von 12 2 selber ausgeschaltet habe, dann ist das nicht doll hier. Gontuschnitt. Ich muss mich an irgendjemanden heften. Oh, kacke, ich bin mit Doppelstrike alleine. Das wird scheiße. Und das war's gewesen. Schade. Weil die Aurora, ich konnte es leider nicht genug zeigen, die Aurora ist eigentlich wirklich gut, trotz ihrer wirklich langsamen Geschwindigkeit. Und immerhin auf dem zweiten Platz, ja. Doppelstrike. Strike, okay, statt wieder, scheiß drauf. Ja, eigentlich schade, weil die Aurora ist wirklich geil. Man kriegt eigentlich richtig Spaß. Wie gesagt, trotz der Geschwindigkeit. Und ich fahre die bestimmt irgendwann nochmal. Ich lasse die jetzt auch erstmal in den Slots drin. Weil damit kann man eigentlich auch gut seine Kapitäne trainieren, jedenfalls die russischen. Und ich will mal kurz zum ausführlichen Bericht. 18 AP-Treffer, aber nicht viel ausgerichtet. Also AP, ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, wann ich AP einsetzen soll. Hat mir auch bisher noch niemand gesagt, dass das Tutorial irgendwie auf der Seite von Wargaming ist auch irgendwie nutzlos. Das kann man sich aber alles nicht merken. Da bin ich ja nicht der Einzige, der dem das schon so aufgefallen ist. Aber immerhin, 2 versenkt. Und zweitbester hier. Ja. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen, würde mich freuen. Und euch tut's ja nicht weh. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, ciao, ciao.